Wusstet ihr, dass die Brüder Grimm ihre Inspiration für die Bremer Stadtmusikanten hier bei uns in Bernau gefunden haben? Denn die Idee vom Waldhaus und seinen tierischen Bewohnern stammt ursprünglich von Georg Rollenhagen aus dem Märchen der Froschmäuseler. Und so kam diese Idee in das Märchenbuch der Gebrüder Grimm. Die Bremer Stadtmusikanten. Es hatte ein Mann einen Esel, der schon lange keine Säcke mehr tragen konnte und dessen Kräfte nun zu Ende gingen, so dass er zur Arbeit immer untauglicher ward. Da dachte der Herr daran, ihn aus dem Futter zu schaffen. Aber der Esel merkte, dass es kein guter Wind wehte und lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen. Dort meinte er, könnte er ja Stadtmusikant werden. Als er ein Weilchen fortgegangen war, fand er einen Jagdhund auf dem Wege liegen, der japste wie einer, der sich müde gelaufen hat. Nun, was japst du so, pack an? Fragte der Esel. Ach, sagte der Hund, weil ich alt bin und jeden Tag schwächer werde, auch auf der Jagd nicht mehr fort kann, hat mich mein Herr wollen totschlagen. Da hab ich reißaus genommen. Aber womit soll ich nun mein Brot verdienen? Weißt du was? Sprach der Esel. Ich gehe nach Bremen und werde dort Stadtmusikant. Geh mit und lass dich auch bei der Musik annehmen. Ich spiele die Laute und du schlägst die Pauken. Der Hund war's zufrieden und sie gingen weiter. Es dauerte nicht lange, so saß da auf dem Wege eine Katze und macht ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter. Nun, was ist dir in die Quere gekommen, alter Bartputzer? Sprach der Esel. Wer kann da lustig sein, wenn's einem an den Kragen gehen soll? Antwortete die Katze. Weil ich nun zu Jahren komme, meine Zähne stumpf werden und ich lieber hinter dem Ofen sitze und spinne, als nach Mäusen herumjagen, hat mich meine Frau ersäufen wollen. Ich habe mich zwar noch fortgemacht, aber nun ist guter Rat teuer. Wo soll ich hin? Geh doch mit uns nach Bremen. Du verstehst dich doch auf die Nachtmusik. Da kannst du Stadtmusikant werden. Die Katze hielt das für gut und ging mit. Darauf kamen die 3 Landesflüchtigen an einem Hof vorbei. Da saß auf dem Tor der Haushahn und krähte aus Leibeskräften. Du schreist einem durch Mark und Bein, sprach der Esel. Was hast du vor? Da hab ich gutes Wetter prophezeit, sprach der Hahn. Aber weil morgen zum Sonntag Gäste kommen, so hat die Frau Hausfrau kein Erbarmen und hat der Köchin gesagt, sie wolle mich morgen in der Suppe essen. Und da soll ich mir heute Abend den Kopf abschlagen lassen. Nun schrei ich aus vollem Hals, solange ich kann. Ei, was, Rotkopf, sagte der Esel, zieh lieber mit uns fort. Wir gehen nach Bremen. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Dann können wir zusammen musizieren. Der Hahn ließ sich den Vorschlag gefallen und sie gingen alle 4 zusammen fort. Sie konnten aber die Stadt Bremen in einem Tag nicht erreichen und kamen abends in einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Esel und der Hund legten sich unter einen großen Baum. Die Katze und der Hahn machten sich in die Äste und der Hahn flog bis an die Spitze, wo es am sichersten für ihn war. Ehe er einschlief, sah er sich noch einmal nach allen 4 Winden um. Da deuchte ihn, er sehe in der Ferne ein Fünkchen brennen und rief seinen Gesellen zu, es müsste gar nicht weit ein Haus sein, denn es scheine ein Licht. Da sprach der Esel, so müssen wir uns aufmachen und noch hingehen, denn hier ist die Herberge schlecht. Der Hund meinte, ach ja, ein paar Knochen und etwas Fleisch,
dran täten ihm auch gut. Also machten sie sich auf den Weg nach der Gegend, wo das Licht war, und sahen es bald heller schimmern. Und es ward immer größer, bis sie vor ein helles, erleuchtetes Räuberhaus kamen. Der Esel als der Größte nähert sich dem Fenster und schaute hinein. »Was siehst du, Grauschimmel?« fragte der Hahn. »Oh, was ich sehe?« sagte der Esel. »Ich sehe einen gedeckten Tisch mit schönem Essen und Trinken, und Räuber sitzen daran und lassen es sich wohl sein.« »Das wäre was für uns«, sprach der Hahn. »Ja, ja, ach, wären wir doch da«, sagte der Esel. Da ratschlagten die Tiere, wie sie es anfangen müssten, um die Räuber hinauszujagen, und fanden endlich ein Mittel. Der Esel musste sich mit den Vorderfüßen auf die Fenster stellen, der Hund auf des Esels Rücken springen, die Katze auf den Hund klettern, und endlich flog der Hahn hinauf und setzte sich der Katze auf den Kopf. Wie das geschehen war, fingen sie auf ein Zeichen insgesamt an, ihre Musik zu machen. Der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze miaute und der Hahn krähte. Dann stürzten sie durch das Fenster in die Stube hinein, dass die Scheiben klirrten. Die Räuber fuhren bei dem entsetzlichen Geschrei in die Höhe, meinten nicht anders, als ein Gespenst käme herein, und flohen in größter Furcht in den Wald hinaus. Nun setzten sich die vier Gesellen an den Tisch und nahmen mit dem Vorlieb, was übrig geblieben war. Und sie aßen nach Herzenslust. Wie die vier Spielleute fertig waren, löschten sie das Licht aus und suchten sich eine Schlafstelle. Jeder nach seiner Natur und Bequemlichkeit. Der Esel legte sich auf den Mist, der Hund hinter die Tür, die Katze auf den Herd bei der warmen Asche, der Hahn setzte sich auf den Hahnenbalken, und weil sie alle müde waren von ihrem langen Weg, schliefen sie auch bald ein. Als Mitternacht vorbei war und die Räuber von weitem sahen, dass kein Licht mehr im Haus brannte, auch alles ruhig schien, sprach der Hauptmann. »Wir hätten uns nicht so ins Bockshorn jagen lassen sollen«, und hieß einen hingehen und das Haus zu untersuchen. Der Abgeschickte fand alles still und ging in die Küche, ein Licht anzünden. Und weil er die glühenden, feurigen Augen der Katze für heiße Kohlen hielt, so wollte er ein Schwefelhölzchen daran halten, dass es Feuer fangen sollte. Aber die Katze verstand keinen Spaß. Sie sprang ihm ins Gesicht und zerkratzte es ihm. Da erschrak er gewaltig und lief und wollte zur Hintertüre hinaus. Aber der Hund, der da lag, sprang auf und biss ihn ins Bein. Und als er über den Hof an dem Miste vorbeikam, da gab ihm der Esel noch einen tüchtigen Schlag mit dem Hinterfuß. Der Hahn aber krähte aus Leibeskräften, was er konnte. Und der Räuber lief zu seinem Hauptmann zurück und sprach: »Ach, in dem Haus sitzt eine grässliche Hexe. Die hat mich angehaucht und mit ihren langen Fingern hat sie mir das Gesicht zerkratzt. Und vor der Tür, da stand ein Mann mit einem Messer, das hat er mir ins Bein gestochen. Und auf dem Hof liegt ein schwarzes Ungetüm, das hat mit einer Holzkeule auf mich losgeschlagen. Und oben auf dem Dache, da sitzt der Richter, der rief: Bringt mir den Schelm her! Da machte ich, dass ich fortkam. Von nun an getrauten sich die Räuber nicht weiter in das Haus. Den vier Bremer Stadtmusikanten aber gefiel's sehr wohl dort, so dass sie gar nicht mehr fort wollten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute dort.